Ich bin nämlich ein Stückchen Malheur. Schon als kleines Kind, wie ich noch gar nicht auf der Welt war, da kann ich Ihnen einen Beweis liefern, da fing das Malheur schon an. Wir wohnten damals in Schönefeld, in der Dimpfelstraße. Da fließt Rietschke. Und was meine Mama war, die hängte da eines Tages Wäsche auf. In der größten Bullenhitze im Juli hängte die Wäsche auf zum Trocknen. Ich ruhte damals noch als Protoplasma in der Erdenschoß und ahnte nichts Böses. Und gleich nebenan floss eben der Rietschke. Auf einmal kriecht meine Mama einen furchtbaren Durst und will was trinken, nimmt also ein Eimerchen und schöpft Wasser aus der Rietschke und trinkt das Wasser. Nun war aber in dem Wasser, da war Froschleich drinne. Und ein paar Tage später, da spürt doch meine Mama, wie sich egal was bewegt in ihren Unterleibchen. Sie dachte sich aber nichts Schlimmes dabei und es dauerte auch gar nicht lange. Eines Mittags, die ganze Bande sitzt beim Mittagessen, mein Papa, meine zukünftige Mama und der ihr Bräutigam und meine großen Geschwister, da quakt auf einmal was unterm Tische. Alle gucken und suchen, was da los ist, nicht zu finden. Das Quaken wird immer doller und doller. Mein Papa holt den Dr. Hirschfeld, unseren Hausarzt, und er untersucht die Geschichte und stellt doch tatsächlich fest, dass meine gute Mama Frösche in ihrem Bauch hat, die da quaken, wenn sie Hunger haben. Das war vielleicht ein Theater. Meine Schwestern und mein großer Bruder, die mussten nur egal Fliechen fangen. Ich war ja leider noch zu klein, ich war doch noch eine Embryone, ne, wa? Nun mussten die egal Fliechen fangen und die Fliechen meiner guten Mama in den Rachen stoppen, damit die Ruhe hatte vor den verflixten Fröschen. Das ist vielleicht ein Vierteljahr lang so gegangen. Da kam schließlich ein Storch und der fraß die Frösche und bei der Gelegenheit, da biss er meine Mama ins Bein und so bin ich eben entstanden. Tja, und deshalb hatte ich natürlich auch gleich von Anfang an ein großes Interesse für die Marine und fürs Meer. Aber es ist mir nie gelungen, das Meer, das richtige Meer zu sehen. Erst voriges Jahr, da fuhr ich an der Nordsee nach Schwinnemünde. Da habe ich bei einem Fischer gewohnt. Der hatte so ein Segelboot. Gleich den ersten Tag kommt der Mann zu mir und fragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Segelbootpartie zu machen. Ich sage, ja, warum nicht? Und wir tippeln nun an den Strand und segeln los. Ich hinten am Steuer und lasse meine Hand so im Wasser baumeln. Und wie ich so mit meiner Hand im Wasser baumle, da merk ich doch, wie da was drinnen zappelt. Ich gucke hin, was ist es? Ein Hering, ein matsches Hering, ein bildhübsches Gerlchen. Warte du, Luder, sag ich, dich nehme ich mit zum Andenken von meine Selma. Da wird die sich freuen. Ich bräuche mir also ein kleines Blechtöpfchen und tue Salzwasser rein und mein Oswin, so hat'schen getauft, natürlich auch. Und dann habe ich eine ganze Zeit in meiner Stube stehen gehabt und habe mich jeden Tag gefüttert mit Ameiseneiern und mit Mehlwürmern und mit Lukutate, bis er richtig rund und mollig wurde. Und wie nur meine Ferien rum waren, da habe ich den Eimer mit meinen Oswien angesackt und habe auf den Schoß genommen, ganz vorsichtig balanciert. Nun wackelt doch das so auf der Eisenbahn, nicht? Ich hatte vielleicht meinen Drasch mit dem Tierchen. Das wollte doch egal raushuppen. In Berlin war überhaupt gar kein Salzwasser mehr da. Und hinter Schiederbock, bei der großen Kurve, da gab's einen Schwaps. Und der Eimer war leer. Ich sofort zum Lecken mit die Vierer vorgesaust, aber der hatte doch auch kein Salzwasser in seiner Lokomotive. Da habe ich mal gedacht, wie wär's denn, habe ich mal gedacht, wenn ich dem alten Sieshahn das Wasser überhaupt abgewähnte. Dass Fische Wasser brauchen, das ist vielleicht bloß
ein Vorurteil. Er kriegt also sein Körbchen und da lag er nur drinnen und ahlte sich. Und wenn meine Selma einkaufen ging, da ist er mit seinem Fleischer getippelt und zur grüne Warnfrau. Und damit die Polizei keinen Stunk machte, haben wir ein Halsbändchen gekauft und eine Steuermarke dran gemacht. Und die Kinder haben mit ihm gespielt und jeden Abend vor dem Schlafen gehen, da haben wir ihn untergeführt an der Laterne und nachts. Da saust er unter unseren Betten rum und fing die Meise. Und nu kommt aber das Tragische. 14 Tage später muss ich nach Gautsch und nehme meinen Oswi mit in den Gonnewitzer Wald. Denke nichts Schlimmes, mir latschen gemütlich die Pleise lang. Auf einmal stiebt mein Oswi in einer Libelle nach. Stiebt über eine Brücke, glitscht ab, ich schreie noch Oswin und stürzt Hals über Kopf in die Pleise hinein und war im Nu ersoffen in den Dauerwellen des dickischen Flusses. Ich habe dann rausgeangelt und habe seine sterbliche Hille ins Krematorium geschleppt und haben verbrennen lassen. Seine Asche steht jetzt bei uns zu Hause auf dem Vertigo. Wir haben uns nur ein Kanarienfächelchen angeschafft, aber es ist eben doch nicht Oswin. Oswin ist eben unersetzlich. Oswin, lebe wohl, möge dir die Urne leicht sein.